In diesem Video soll es darum gehen, wie man durch die wiederholte Durchführung eines Zufallsexperimentes nach und nach einer bekannten und wichtigen Zahl immer näher kommt. Das ist eins von vielen Beispielen, an denen man sieht, dass in der Mathematik alles irgendwie zusammenhängt. Und wenn Sie das zum ersten Mal sehen, wird es Sie vielleicht ein bisschen überraschen. Wir werden folgendermaßen vorgehen, das heißt, unsere Spielregeln werden so aussehen. Wir wählen zufällig und unabhängig voneinander Zahlen aus dem Intervall von 0 bis 1 aus, also Zahlen, die zwischen 0 und 1 liegen. 0 ist erlaubt, 1 nicht. Wie das genau gemeint ist mit dem zufällig Auswählen, darüber werden wir noch sprechen. Und wir machen das so lange, das Auswählen der Zahlen, bis die Summe der Zahlen, die wir ausgewählt haben, insgesamt mindestens 1 ist. Also Sie sehen schon, da die 1 nicht erlaubt ist, kann beim ersten Mal nicht 1 rauskommen, aber beim zweiten Mal könnte zum Beispiel 1 rauskommen, wenn man, sagen wir mal, 0,3 und beim zweiten Mal 0,8 ausgewählt hätte. Aber man könnte auch 0,1 und dann 0,2 und dann nochmal 0,1 auswählen, dann wäre man immer noch nicht über die 1 rüber. Und die Frage ist, wie viele Zahlen braucht man im Durchschnitt? Mal wird man 2 Zahlen brauchen, mal braucht man 4, mal braucht man vielleicht sogar 10. Wenn man das ganz oft wiederholt, wie viele Zahlen braucht man im Schnitt? Das Ganze gleich mal mathematisch formuliert. Die n-te Zahl, die wir ziehen, das entspricht einer Zufallsvariablen, die werden wir yn nennen und die wird eine bestimmte Verteilung haben, über die wir gleich noch sprechen. Und wir definieren eine weitere Zufallsvariable, die werden wir xn nennen. Das ist die Summe der ersten n Zahlen. Und die Zufallsvariable z ist die, um die es uns eigentlich geht. Die wird nämlich dann definiert als das kleinste n, für das xn mindestens 1 ist. Das ist im Prinzip genau das, was oben steht. Z zählt also die Anzahl der Versuche, die wir brauchen, um über die 1 rüberzukommen. Z kann den Wert 2 haben, haben wir gesehen, oder 3 oder 4 oder 5. Da kann irgendeine Zahl rauskommen ab 2. Und was wir wollen, das ist die Frage von oben, wie viele Zahlen braucht man im Durchschnitt? Wir wollen also mathematisch gesagt den Erwartungswert von Z herausbekommen. Wir machen das vielleicht erstmal experimentell als Programm. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das Video anzuhalten und selbst mal so ein kleines Programm zu schreiben. Das geht relativ fix. Falls Sie zu faul dazu sind, hier ein Vorschlag von mir, wie man das in Python machen könnte. Ich habe das Programm auch Z genannt, das entspricht unserer Zufallsvariable von eben. Es gibt eine Variable S, in der aufsummiert wird und es gibt einen Zähler C, in dem die Anzahl der Versuche gezählt wird und in der Schleife wird immer die Funktion random aufgerufen, die liefert uns eine Zahl zwischen 0 und 1. Machen Sie sich im Moment noch keine Sorgen darüber, ob da auch 1 rauskommen kann bei random, da reden wir noch drüber. Auf jeden Fall wird der Zähler hier immer 1 hochgezählt und das wird so lange gemacht, wie die Summe noch kleiner als 1 ist und am Ende wird der Zählwert zurückgegeben. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Z aufrufen, kommt da potenziell ein anderer Rückgabewert raus. Und wenn Sie das jetzt testen wollen, können Sie sich so eine kleine Testfunktion wie hier schreiben. Die führt diese Funktion Z n mal aus, summiert die Ergebnisse auf und teilt dann durch n. Damit haben Sie den Durchschnitt nach n Versuchen und das können Sie dann zum Beispiel 1 Million Mal oder 10 Millionen Mal machen und gucken, was da rauskommt. Vielleicht, wenn Sie das noch nicht ausprobiert haben, vermuten Sie jetzt mal, was rauskommen könnte. Da ich aber ein Spielkalb bin, habe ich das Ganze auch noch mal in etwas hübscher programmiert. Hier ist das jetzt so, dass immer, wenn ich einen bestimmten Knopf drücke, eine Zufallszahl ermittelt wird. Zum Beispiel jetzt die Zahl, oh, die war jetzt sehr klein, 0,0080 und so weiter, wie sie hier steht. Das entspricht dem kleinen orangen Stück da oben. Dann drücke ich den Knopf nochmal, kommt die nächste Zufallszahl. Die werden immer addiert, die Stücke, die da gezeichnet werden. Sie können sich schon denken, dass dieser Strich hier für 0 stehen soll und dieser für 1. Wir gucken also, wie lange wir brauchen, bis wir über die 1 rüberkommen. Das waren jetzt 2 Versuche, das hat noch nicht gereicht, also noch eine Zufallszahl. Da kam jetzt 0,2 dazu. Jetzt sind wir über die 1 hinausgeschossen. Darum wird oben jetzt in einem Balkendiagramm ein Balken für die 3, für 3 Versuche aufgetragen. Das heißt also, hier steht 2, das ist die kleinste Zahl, die rauskommen kann, 3, 4, 5, 6 und ich verlasse mich mal darauf, dass es nicht weiter als hier rechts gehen wird. Das wird sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und dieses hier, können Sie sich vielleicht denken, ist der Durchschnitt der Versuche, die wir bisher gebraucht haben. Wir haben bisher nur ein Spiel gemacht, da ist 3 rausgekommen, also ist der Durchschnitt natürlich 3. Jetzt machen wir es nochmal. Jetzt kommt 0,45 raus, ein Versuch, nochmal. Kleine Zahl, 2 Versuche, nochmal mit 3 Versuchen geschafft.
Also wird der Zähler hochgezählt. Wir sind immer noch bei einem Schnitt von 3, weil wir zweimal jeweils 3 Versuche gebraucht haben. Noch eine Zufallszahl, noch eine Zufallszahl, noch eine Zufallszahl. Das war jetzt nicht so geplant, aber es kam schon wieder 3 raus. Also machen wir diesen Balken einen höher und nochmal das Ganze und nochmal. Und jetzt haben wir endlich mal 2 Versuche gebraucht. Jetzt kommt hier 2 raus und Sie sehen, der Schnitt hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir haben 3 mal 3 Versuche gebraucht und 1 mal 2, sodass wir einen Schnitt von 2,75 haben. Machen wir es vielleicht nochmal. Da kommt jetzt schon eine sehr große Zahl raus und nochmal 2 Versuche. Also wird der hochgezählt, der Schnitt bewegt sich ein bisschen nach links. Und jetzt lasse ich das Ganze einfach mal sehr schnell laufen. Sie können das beobachten und können sich so Ihre Gedanken machen, was Sie meinen, was da wohl als Durchschnitt rauskommen sollte. Nebenbei sei bemerkt, dass hier oben ja 5 steht. Das soll andeuten, wenn wir hier oben angelangt sind, sind das 5 Versuche. Natürlich kann das nicht ewig so weitergehen. Das heißt, die Achse wird ab und zu neu skaliert. Das bedeutet, die Balken werden dann wieder etwas kleiner werden, damit das immer noch ins Bild reinpasst. Aber es ist keine Schummelei, das ist einfach nur, damit das passt, das Ganze. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen und Sie schauen ein bisschen zu. So, Sie haben vielleicht jetzt inzwischen eine Vermutung, was da rauskommen könnte. Zumindest werden Sie sich Ihre Gedanken gemacht haben. Wir machen uns jetzt zunächst mal Gedanken darüber, wie man das genau festtackern kann mathematisch, was damit gemeint ist, eine zufällige Zahl aus dem Intervall 0,1 zu wählen. Sie entsinnen sich vielleicht noch, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist, das zu formulieren, denn in dem Intervall 0,1 sind ja überabzählbar viele Zahlen drin und wir wissen schon aus dem, was wir in der Stochastik gelernt haben, dass das bedeuten muss, dass jede Zahl aus diesem Intervall die Wahrscheinlichkeit 0 bekommen muss. Anders ist das nicht möglich. Das heißt, so etwas wie jede Zahl soll die gleiche Wahrscheinlichkeit bekommen, ist nicht machbar. Falls Sie das überrascht und falls Sie das seltsam finden, willkommen in der wunderbaren Welt der Mathematik. Es ist jedenfalls so nicht zu machen. Wir müssen eine andere Lösung finden. Und die Lösung, die man da im Allgemeinen nimmt, die ist auch sehr einsichtig, wenn man sie mal gesehen hat, sieht folgendermaßen aus. Rechts ist die Dichte der Verteilung aufgezeichnet, um die es hier geht, und links ist die entsprechende Verteilungsfunktion aufgezeichnet. Was in beiden Fällen gemeint ist, ist, dass Stücke gleicher Breite im Intervall 0,1 die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Das bedeutet zum Beispiel, eine Zahl aus der linken Hälfte von 0 bis 0,5 muss genauso wahrscheinlich sein wie eine Zahl aus der rechten Hälfte von 0,5 bis 1. Das bedeutet, eine Zahl aus dem ersten Zehntel von 0 bis 0,1 muss genauso wahrscheinlich sein wie eine Zahl aus dem vorletzten Zehntel von 0,8 bis 0,9 und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Vorstellung von gleicher Verteilung, von gleicher Wahrscheinlichkeit für alle Zahlen, die wir unterschreiben können, obwohl immer dieses etwas komische Gefühl bleibt, dass trotzdem jede einzelne Zahl die Wahrscheinlichkeit 0 hat. Denken Sie dran, dass die Zahl die Wahrscheinlichkeit 0 hat, heißt nicht, dass sie nicht vorkommen kann. Das heißt einfach nur, dass man für die Wahrscheinlichkeit keine Zahl angeben kann, die größer als 0 ist. Diese Verteilung, die hier aufgezeichnet ist, nennt man die stetige Gleichverteilung auf dem Intervall 0,1. Natürlich können Sie auch irgendein anderes Intervall nehmen, das funktioniert dann genauso. Und Sie sehen an der Schreibweise, das ist die übliche Schreibweise, die man dafür nimmt, dass
die Intervallgrenzen eckig und rund gar nicht mehr vorkommen, denn offensichtlich spielt es natürlich keine Rolle, ob man die 1 hinzunimmt oder nicht zum Beispiel, weil die Wahrscheinlichkeit für die 1 ja ohnehin 0 ist. Das heißt, ob die 1 dabei ist, ob die überhaupt vorkommen kann oder nicht, ist im Endeffekt irrelevant, weil das trotzdem nichts daran ändert, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man nur einen Versuch in unserem Spiel braucht, nach wie vor 0 ist. U übrigens, weil diese Verteilung im Englischen Uniform Distribution heißt. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, weil wir das gleich brauchen werden, wie Summen von gleichverteilten Zufallsvariablen aussehen. Das habe ich auch erstmal wieder experimentell gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt nicht nochmal den Python-Code dafür. Den können Sie im Buch finden, wenn Sie wollen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach zweimal diesen Zufallszahlengenerator angeworfen, also unser Random, was in Python drin ist, habe die Werte addiert und habe das ganz oft gemacht und daraus ein Balkendiagramm gemacht. Da kommen natürlich Werte zwischen 0 und 2 raus. Das Kleinste, was rauskommen kann, ist 2 mal 0 und das Größte, was rauskommen kann, ist 1 plus 1 und das liegt dann irgendwo dazwischen und wahrscheinlich haben Sie sich schon gedacht, dass sowas wie das hier rauskommt. Also der wahrscheinlichste Wert offensichtlich ist 1, der hier rauskommt. Der kann zum Beispiel rauskommen, wenn man 2 mal 0,5 hat, aber er kann auch rauskommen, wenn Sie einmal 0,3 und dann 0,7 haben. Er kann aber auch rauskommen, wenn Sie erst 0,7 und dann 0,3 haben und so weiter. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist das Bild, das sich ergibt, wenn man das dreimal macht. Denken Sie vielleicht mal kurz nach, bevor ich Ihnen zeige, was Sie da erwarten würden. Da kommt ein Bild raus, was so ähnlich wie dieses hier aussieht. Und wenn Sie jetzt sofort denken, das ist doch die gaußsche Normalverteilung, dann liegen Sie allerdings falsch. Das ist zwar auch etwas, was man mit Fug und Recht eine Glockenkurve nennen könnte, das ist aber nicht die Normalverteilung und wir werden das auch gleich noch mathematisch begründen, warum das nicht die Normalverteilung ist. Das war jetzt experimentell und jetzt wollen wir das natürlich mathematisch belegen, dass diese Kurven da wirklich rauskommen und zum Glück wissen wir ja, wie man unabhängige Zufallsvariablen addiert, nämlich mit der Faltung. Das heißt, wir nehmen jetzt zwei solche Gleichverteilungen und falten die. Das ist die erste, diese Rechteckfunktion sozusagen, die wir da vorhin gezeichnet hatten, die Dichte der Gleichverteilung. Wir legen wieder irgendwo einen Punkt tau hin und legen daran die zweite Gleichverteilung. Das ist also die Gleichverteilung, die nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links läuft und die nicht bei 0 anfängt, sondern die bei tau anfängt. Und diese beiden werden jetzt miteinander multipliziert. Und man kann das vielleicht nicht so gut erkennen, darum zeige ich das mal mit der Maus. Das ist die Linie, die hier so lang geht, dann hier hoch, dann hier runter und dann hier wieder lang. Denn hier werden ja zwei Werte miteinander mal genommen, die sowohl bei der orangen als auch bei der blauen Kurve entweder 0 oder 1 sind. Da kann also nur dann nicht 0 rauskommen, wenn beide gleichzeitig 1 sind. Das ist nur in diesem Bereich der Fall. Und Sie entsinnen sich, dass es uns bei der Faltung um die Fläche unter dieser Kurve geht, also um das hier. Nochmal in Formeln darunter. Das ist das Integral eigentlich von minus unendlich bis plus unendlich, aber das ist ja fast überall 0, diese Funktion. Also nur diese grüne Fläche, die hier steht, ist das, was uns eigentlich interessiert. Und wie üblich, wir haben uns das ja schon angeschaut in dem Video über Faltungen, kriegen wir natürlich andere Flächen, wenn tau woanders liegt. Wenn ich zum Beispiel tau ein bisschen weiter nach links schiebe, wird die Fläche größer. Wir kriegen also einen größeren Funktionswert. Und wenn ich tau weit genug nach rechts schiebe, dann überschneiden sich die beiden Quadrate gar nicht mehr und die resultierende grüne Funktion ist überall 0, Fläche ist also 0. Das Ganze in der Animation und dann werden Sie sehen, dass das rauskommt, was wir eben auch experimentell gesehen haben. Das war die Pyramide von eben und das entspricht auch dem, was mathematisch tatsächlich passiert, wenn man das Experiment einfach eine Zahl zwischen 0 und 1 zu ziehen zweimal wiederholt. Und natürlich fragen wir uns jetzt, wie sieht das Ganze aus, wenn man das dreimal macht. Hier ist die Kurve, die wir eben bekommen haben für zweimal. Die falten wir jetzt nochmal mit einer Kurve für ein weiteres Mal ziehen. Das heißt, wir legen wieder irgendwo unser Tau hin. Da kommt unser Quadrat wieder rauf. Das ist also das dritte Mal ziehen, die dritte Zahl, die genommen wird. Und uns interessiert wieder das Produkt der beiden Funktionen und die Fläche darunter. Das ist in diesem Fall dieses grüne Dreieck hier. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch wieder animiert an.
Und da unten sehen Sie die Kurve, die wir eben auch experimentell schon mal als Balkendiagramm gesehen haben. Da wollen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was genau das mathematisch für eine Kurve ist, die wir da rausbekommen haben, dieses glockenähnliche Ding. Also hier noch mal ein Beispiel mit eingezeichneten Koordinaten. Das ist im Bereich von minus 1 bis 4, mehr brauchen wir auch nicht. Und hier liegt jetzt zum Beispiel Tau zwischen 3 und 4. Und das bedeutet, dass Tau so weit rechts ist, dass es zwischen der orangen Pyramide und dem blauen Quadrat überhaupt keine Überschneidung gibt. Also kommt auf jeden Fall der Wert 0 raus bei der Faltung. Das heißt, wir können hinschreiben, wenn Tau größer gleich 3 ist, offensichtlich kommt dann 0 raus. Jetzt schieben wir Tau ein bisschen weiter nach links, sodass Tau zwischen 2 und 3 liegt. Dann kommt als Fläche so ein Dreieck raus und das können Sie jetzt mit ganz simplen geometrischen Grundkenntnissen ausrechnen. Dieses Stückchen hier, von hier bis hier, das ist offensichtlich 3 minus Tau. Das gleiche Stückchen haben Sie hier. Und die Fläche von diesem Quadrat, das ich jetzt hier andeute, ist dann 3 minus Tau zum Quadrat und die Fläche von dem Dreieck ist die Hälfte davon. Wenn Sie das ausmultiplizieren, kommt dieser auf den ersten Blick kompliziert aussehende Ausdruck hier unten raus. Jetzt schieben wir Tau noch ein bisschen weiter nach links, bis Tau im Intervall zwischen 1 und 2 liegt. Dann bekommen Sie so eine Figur hier raus. Die setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einmal dieses bis zur 1 hier, dieses Stück von dem Dreieck und einmal das Stück von dem Dreieck hier links. Das will ich Ihnen jetzt nicht alles vorrechnen. Das können Sie auch mit simplen Geometriekenntnissen ausrechnen und kommen dann auf die Fläche, die ich da unten schon hingeschrieben habe. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn Tau zwischen 0 und 1 liegt, dann kommt wieder so ein einfach zu berechnendes Dreieck raus. Und wenn wir noch weiter nach links gehen, Tau liegt links von der 0, dann kommt wieder einfach nur 0 raus. Sie sehen, die Funktion ist ein bisschen kompliziert, aber so kompliziert ist sie nun auch nicht. Die ist einfach stückweise zusammengesetzt, sodass wir insgesamt 5 Stücke bekommen. Und jetzt haben wir wieder eine gute Gelegenheit, das Video mal kurz anzuhalten. Was für ein Typ Kurve ist das, der da rauskommt? Richtig, das ist ein Spline, der da rauskommt. Das ist eine Kurve, die stückweise aus Polynomen zusammengesetzt ist. In diesem Fall aus lauter Polynomen zweiten Grades. Daran kann man nun tatsächlich erkennen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das nicht die Normalverteilung sein kann. Aus zwei Gründen. Einmal ganz einfach, weil die Dichte der Normalverteilung halt eben kein Spline ist. Das ist nicht aus Polynomstücken zusammengesetzt. Und ein zweiter ganz simpler Grund ist, dass die Kurve, die wir hier haben, links von der 0 und rechts von der 3 tatsächlich 0 ist, während die Dichte der Normalverteilung nirgends 0 wird. Das war ganz schön, aber Sie sehen, das ist auch schon ganz schön viel Arbeit. Selbst für diese einfache Kurve mussten wir schon diverse Fallunterscheidungen machen. Und wenn Sie jetzt nochmal falten und nochmal falten und nochmal falten, dann müssen Sie immer mehr Fallunterscheidungen machen. Zum Glück hat jemand für uns diese Arbeit schon gemacht und ganz allgemein ausgerechnet, was da rauskommt, wenn man n mal faltet. Und dafür gibt es tatsächlich eine sehr hübsche, einfache Darstellung. Die sieht dann so aus, das ist die sogenannte Irwin-Hall-Verteilung. Also xn hatten wir das ja genannt, wenn ich n mal nacheinander Zahlen zufällig aus dem Intervall 0 bis 1 nehme, gleich verteilt, ich mache das unabhängig und ich summiere das, dann bekomme ich also diese Zufallsvariable xn und deren Verteilungsfunktion ist hier aufgeschrieben. Mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend aussehen, das ist aber eine wesentlich hübschere Darstellung als die auf der letzten Folie, weil wir nicht mehr diese unglaublich vielen Fallunterscheidungen haben. Der Witz ist eigentlich, dass man hier oben die Gauss-Klammer stehen hat, sodass man quasi die Zerlegung in Stücke durch diese Gauss-Klammer bekommt. Zum Glück brauchen wir die Formel in dieser ganzen Komplexität gar nicht, sondern wir brauchen eigentlich nur die Formel für den Fall, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass xn kleiner gleich 1 ist. Denn das ist ja die Grenze bei unserem Spiel. Wann kommen wir über die 1 rüber? Und wenn wir für z1 einsetzen, dann wird die Formel wesentlich einfacher. Ich habe das mal eben hier gemacht. Da, wo vorher z stand, steht jetzt 1 und die Gauss-Klammer von 1 ist natürlich einfach 1. Das heißt, hier haben wir jetzt stehen eine Summe von k gleich 0 bis 1 und dann wird aus diesem vielleicht immer noch so ein bisschen abschreckend aussehenden Summenzeichen einfach etwas, was aus zwei Summanden besteht. Das können Sie ausschreiben. Und alles, was da steht, ist jetzt ganz simpel. Da stehen nur noch Terme, die sich quasi alle aufheben. Am Ende steht da einfach nur noch 1. Das heißt, da kommt einfach raus 1 durch n-Fakultät. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn Sie sich n mal so eine Zahl zufällig auswählen, dass das Ergebnis kleiner gleich 1 ist, ist genau 1 durch n-Fakultät. Das ist schon mal ganz gut und das halten wir mal fest. Und nebenbei, vielleicht nochmal zur Erinnerung, ist das auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass xn kleiner als 1 ist, denn
Ob die 1 dabei ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Sie wissen ja, die eine Zahl macht bei überabziehbar vielen keinen Unterschied. Es ging uns aber um z. Wir wollten ja den Erwartungswert von z ausrechnen. Und nochmal zur Erinnerung, das ist ja schon ein bisschen her. Wir haben gesagt, z ist das kleinste n, für das xn mindestens 1 ist. Also z nimmt genau dann den Wert n an, wenn xn minus 1 noch kleiner als 1 war. Das heißt, wir haben es mit n minus 1 Zahlen nicht geschafft. Und xn nicht mehr kleiner als 1 ist. Mit n Zahlen haben wir es geschafft. Wir können also jetzt Folgendes hinschreiben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z 1 ist, ist einfach 0. Denn wir wissen ja, mit einem Versuch kann man es nicht schaffen. Oder anders ausgedrückt, man kann es mit einem Versuch schaffen. Dafür müsste man aber die Zahl 1 wählen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man die Zahl 1 wählt, ist 0. Also das ändert nichts daran, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z den Wert 1 annimmt, das bedeutet ein Versuch, einfach 0 ist. Interessanter ist es für n größer als 1. Nach dem, was da oben steht, mathematisch übersetzt heißt das, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z den Wert n annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass xn größer gleich 1 ist, abzüglich der Wahrscheinlichkeit dafür, dass xn minus 1 schon größer gleich 1 war. Und dafür können wir jetzt die Formel einsetzen, die wir auf der letzten Folie hergeleitet haben. Das ist also 1 minus 1 durch n Fakultät minus 1 minus 1 durch n minus 1 Fakultät. Das auszurechnen ist jetzt ganz simple Bruchrechnung. Ich hoffe, das würden Sie auch alleine unfallfrei hinbekommen. Da kommt raus n minus 1 durch n Fakultät. Das halten wir nochmal fest. Das haben wir uns also eben gerade überlegt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z den Wert n annimmt, ist n minus 1 durch n Fakultät. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Erwartungswert, den wir ausrechnen wollten. Erwartungswert, Sie entsinnen sich, man muss alle möglichen Realisierungen nehmen, alle Werte, die n annehmen kann. Das können theoretisch alle positiven natürlichen Zahlen sein. Es ist zum Beispiel denkbar, dass man wirklich 42.000 Zahlen ziehen muss, bis man endlich über die 1 rüber ist. Und wir müssen jede von diesen Realisierungen mit ihrer Wahrscheinlichkeit mal annehmen. Die Formel steht hier einfach nochmal. Die können wir erstmal einen ganz kleinen Tick dadurch vereinfachen, dass wir bei 2 anfangen zu zählen, denn wir haben uns ja gerade überlegt, bei 1 ist die Wahrscheinlichkeit eh 0, also können wir den Summanden weglassen. Jetzt tragen wir für die Wahrscheinlichkeit p von z gleich n das ein, was da oben steht. Dann sieht das so aus. Und jetzt sehen Sie hoffentlich, dass sich ein bisschen was wegkürzt. Unten im Nenner steht n Fakultät, oben steht n mal n minus 1, damit geht ja n Fakultät los. Die beiden Faktoren kürzen sich raus, dann sieht das Ganze so aus. Und das schreit jetzt ja quasi nach einer Indexverschiebung. Es geht bei 2 los und da steht n minus 2. Dann können wir das Ganze natürlich auch so schreiben. Und jetzt mal, wenn Sie das nicht sofort sehen, kurz das Video anhalten. Was steht hier? Hier steht e. Das war die Zahl, um die es ging und die kommt als Erwartungswert überraschenderweise raus. Das heißt, wenn Sie das oft genug wiederholen und Ihr Zufallszahlengenerator wirklich zufällige Zahlen liefert, dann werden Sie im Durchschnitt eh Versuche brauchen. Wer hätte das gedacht? Vielleicht finden Sie das aber auch ein bisschen unbefriedigend, was wir hier gemacht haben. Ich habe ja eben auch gerade den Zufallszahlengenerator auf Ihrem Computer erwähnt. Der arbeitet ja nicht so, wie wir uns das eben theoretisch vorgestellt haben, weil der ja nicht irgendwelche irrationalen Zahlen auswählen kann, sondern der arbeitet ja faktisch nur mit endlich vielen Zahlen. Darum habe ich mir überlegt, ich begründe das, was hier rauskommt, nochmal mit ganz anderen Mitteln. Das heißt, statt dem stetigen Ansatz, den wir eben gemacht haben, machen wir jetzt nochmal einen diskreten Ansatz. Da muss ich zugeben, habe ich relativ lange drüber gegrübelt und ich kann Ihnen jetzt auch nicht garantieren, dass das, was rauskommt, tatsächlich der eleganteste Weg ist, das zu begründen, aber ich denke, er funktioniert und ich hoffe, dass Sie dabei auch noch ein bisschen Kombinatorik wiederholen können. Also das Ganze nochmal, es soll am Ende natürlich auch wieder E rauskommen, alles andere wäre fatal, aber wir arbeiten jetzt mit diskreten Mitteln. Das heißt, wir stellen uns nicht vor, wir hätten überabzählbar viele Zahlen, aus denen wir nach irgendeiner nicht vorstellbaren Methode eine zufällig auswählen, sondern wir haben etwas, was wir aus dem wirklichen Leben auch kennen. Wir haben endlich viele Alternativen und können da was auswählen. Bevor wir richtig loslegen, zwei kleine, ganz einfache Vorüberlegungen. Zunächst mal das Pascalsche Dreieck, das werden wir öfter brauchen. Ich habe hier mal den Anfang hingeschrieben und jetzt greife ich mir mal irgendeine Zahl raus, zum Beispiel 7 über 3. Und wir wissen ja, die Zahlen im Pascalschen Dreieck ergeben sich immer als Summe der Zahlen darüber. Also 7 über 3 ist zum Beispiel die Summe von 6 über 2 und 6 über 3. Und die 6 über 3 ist ja auch wieder die Summe von den beiden Zahlen darüber. Und die 5 über 3 ist auch wieder die Summe von den beiden Zahlen darüber und so weiter. Und schließlich ist 3 über 3 ja einfach 1. Das ist dasselbe wie 2 über 2. Das bedeutet, diese Zahl hier unten, 7 über 3, ergibt sich als
Summe dieser Zahlen darüber. Und das Spielchen können Sie natürlich mit jeder Zahl machen. Also anders ausgedrückt, immer wenn Sie hier oben irgendwo anfangen, hier zum Beispiel, und dann die Diagonale runtergehen und irgendwo aufhören, dann ist die Summe über alle Werte, über die Sie rübergegangen sind, einfach die nächste, die Sie bekommen, wenn Sie sozusagen nach rechts unten abbiegen. Das, was wir eben gemacht haben, habe ich hier nochmal hingeschrieben. Als Formel sieht das so aus. Und das kann man natürlich, wie ich eben andeutete, schon verallgemeinern. Das sieht dann so aus. Und das werden wir relativ häufig brauchen. Die Formel müssen Sie natürlich nicht merken. Es reicht, wenn Sie sich dieses Vorgehen merken, dass Sie so eine schräge lang gehen im Pascalschen Dreieck und dann quasi in die andere Richtung abbiegen. Das, was da links rauskommt, kann man auch so schreiben. Beides ist richtig, denn das liegt natürlich daran, wissen Sie ja, dass in den Zeilen des Pascalschen Dreiecks immer alles gespiegelt auftaucht. So, wir brauchen noch eine zweite hübsche Eigenschaft, die man sich auch relativ leicht überlegen kann. Ich rechne das hier mal an einem Beispiel vor. Sie haben eine Summe von Produkten. Die Produkte hier sind hier zum Beispiel einmal 2 mal 3 und 2 mal 3 mal 4 und 3 mal 4 mal 5. Sie sehen das Muster. Das sind immer drei Faktoren und es geht sozusagen immer einen weiter. Gibt es eine einfache Möglichkeit, das auszurechnen? Ja, gibt es. Muss man natürlich erstmal drauf kommen. Der Trick ist in diesem Fall, dass man das Ganze erweitert. Sie teilen die ganzen Produkte durch einmal 2 mal 3 und damit das wieder stimmt, multiplizieren Sie die auch wieder mit einmal 2 mal 3. In Kurzform ist das 3 Fakultät. Vielleicht hier mal wieder kurz das Video anhalten und sich fragen, warum wir das gemacht haben. Warum haben wir so erweitert? Sieht doch auf den ersten Blick komplizierter aus. Wir haben das gemacht, weil die Terme, die da jetzt stehen, natürlich alles Binomialkoeffizienten sind. Der erste ist 3 über 3, der zweite ist 4 über 3 und so weiter. Und da haben wir genau sowas stehen, wie das, was wir uns eben gerade überlegt haben. Wir kennen dafür jetzt eine einfache Formel. Da kommt nämlich einfach 13 über 4 raus. Und das können wir jetzt noch ein bisschen einfacher machen, denn unten bei 13 über 4 steht ja im Nenner auch was, was mit einmal 2 mal 3 anfängt. Das können wir kürzen gegen das 3-Fakultät davor. Und so haben wir insgesamt ein Viertel mal 13 mal 12 mal 11 mal 10. Das heißt, wir haben den Ausdruck, mit dem wir angefangen haben, schon signifikant einfacher gemacht. Das kann man natürlich auch verallgemeinern. Ganz allgemein sieht das so aus, wenn Sie eine Summe von Produkten einer bestimmten Form haben, dann können Sie das so umformen, dass Sie stattdessen nur noch ein Produkt haben. Das werden wir später auch nochmal brauchen. So, jetzt aber zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten unser Spielchen vom Anfang nochmal in diskreter Form durchführen. Wir haben also wieder unser Intervall von 0 bis 1. Wir haben aber jetzt nicht überabzählbar viele Zahlen, die da drin liegen, sondern wir nehmen mal zum Beispiel nur 10 Zahlen. Wir haben nur die Zahlen 0,0, 0,1, 0,2 bis 0,9 und wir wählen zufällig eine von diesen 10 Zahlen aus, indem wir zum Beispiel in einen Topf mit Kugeln reingreifen oder wie immer Sie sich das vorstellen wollen. Wir werden natürlich am Ende, das ist jetzt nur ein Beispiel, von der 10 auf eine allgemeine Zahl gehen, aber wir werden das ganze Beispiel immer mit der 10 durchrechnen und dabei im Kopf behalten, dass wir keine speziellen Eigenschaften der 10 verwenden, sodass wir später für 10 auch 100 oder 1000 oder was auch immer einsetzen könnten. Unser Spiel geht jetzt so, es wird jetzt jeweils zufällig eine dieser 10 Zahlen ausgewählt, statt wie vorher irgendeine reelle Zahl im Intervall von 0 bis 1. Und wir können das nochmal ein bisschen vereinfachen. Bisher war es ja so, dass wir gesagt haben, wir zählen die zusammen und schauen, ob wir über die 1 rüberkommen. Da wir jetzt ja nur diese 10 Zahlen haben, können wir uns ein bisschen Schreibarbeit sparen, wenn wir sagen, wir zählen die Zahlen von 0 bis 9 zusammen. Also statt 0,4 nehmen wir 4, statt 0,7 nehmen wir 7 und so weiter und gucken, ob wir über die 10 rüberkommen. Gleiches Spiel, nur weniger Schreibarbeit. Und wie im stetigen Fall nennen wir xn die Zufallsvariable, die für die Summe steht, die man bekommt, wenn man zufällig n Zahlen ausgewählt hat. Und wir können schon mal festhalten, wenn man das einmal macht, dann soll natürlich die Wahrscheinlichkeit für alle Zahlen gleich groß sein. Wir haben 10 Zahlen, also muss die Wahrscheinlichkeit für jede von diesen Zahlen ein Zehntel sein. Und weil die einzelnen Ziehungen unabhängig sein sollen, kann ich das natürlich sozusagen in Stücke aufteilen. Also wenn mich zum Beispiel interessiert, wie die Wahrscheinlichkeit dafür ist, mit 10 Versuchen eine bestimmte Summe rauszubekommen, dann kann ich das stattdessen in zum Beispiel 8 plus 2 oder 7 plus 3 zerlegen. Das bedeutet, das haben Sie schon geahnt, dass wir wieder die Faltung anwenden können. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir berechnen jetzt mal die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass xn einen bestimmten Wert k annimmt, also eine Summe k für einen größeren Wert als 1. Allerdings mit einer Einschränkung, die uns das Leben deutlich leichter machen wird. Wir betrachten das nur für
Summen, die kleiner als 10 sind. Tatsächlich werden wir größere nicht brauchen. Man könnte natürlich den Ehrgeiz entwickeln, eine Formel aufzustellen, auch für andere K, aber Sie werden sehen, das wird dann wesentlich mehr Arbeit werden. Wie üblich mache ich das am Beispiel. Wir fangen mal folgendermaßen an. Wie rechnet man die Wahrscheinlichkeit dafür aus, dass, wenn ich zwei Zahlen zufällig wähle, deren Summe gerade 4 ist? Sowas haben wir, sowas Ähnliches haben wir in dem Video über Faltungen schon mal gemacht, als wir mit diskreten Faltungen angefangen haben. Das sieht so aus. Ich würde im ersten Versuch zum Beispiel eine 0 nehmen und im zweiten eine 4 oder im ersten eine 1 und im zweiten eine 3 oder eine 2 eine 2 und so weiter. Also alle Möglichkeiten, sodass sich als Summe 4 ergibt, die darf ich alle multiplizieren, weil das ja unabhängig ist und die Wahrscheinlichkeiten, die sich so ergeben, muss ich alle addieren. Und das ist natürlich in diesem Fall ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeiten sind immer ein Zehntel, hat man es überlegt. Das sind 5 Summanden, also habe ich 5 mal ein Zehntel mal ein Zehntel. Und das habe ich jetzt mal absichtlich ein bisschen anders hingeschrieben. Sieht erstmal schwieriger aus, aber wir werden sehen, dass uns das nachher eine allgemeine Formel liefert. Dieses durch 10 durch 10 habe ich als 10 hoch minus 2 geschrieben und für 5 habe ich geschrieben 5 über 1 und das wiederum habe ich als 4 plus 1 über 1 geschrieben. Das würde nämlich bedeuten, und das ist auch die allgemeine Formel, dass man die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich mit zwei Ziehungen die Zahl k als Summe bekomme, dass das die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 2 mal k plus 1 über 1 hat. Wie wir gleich sehen werden, gilt das auch für größere Ziehungszahlen als 2. Und das kann man sich auch überlegen für den Fall 1, dass die Formel dann genauso aussieht. Das sieht jetzt erstmal auch wieder unnötig kompliziert aus, aber das macht es halt sehr schön einheitlich. K plus 0 über 0 ist natürlich einfach 1 und das mal 10 hoch minus 1 ist einfach ein Zehntel. Also das ist das Gleiche, was wir vorher schon raus hatten, nur anders hingeschrieben. So, und jetzt nochmal für den Fall 3 und das zerlegen wir jetzt so, wie schon angekündigt, in Stücke, nämlich in einmal ziehen und zweimal ziehen sozusagen. Also wenn ich einmal eine 0 nehme und vorher mit zweimal ziehen insgesamt die Summe 6 bekommen habe, kommt insgesamt 6 raus. Ich könnte aber auch einmal eine 1 nehmen und vorher mit zwei Zahlen insgesamt die Summe 5 bekommen haben und so weiter. Das kann ich nun alles aufaddieren. Zunächst mal kümmern wir uns um die Wahrscheinlichkeiten, in denen x1 vorkommt. Das ist natürlich einfach immer ein Zehntel. Das heißt, dafür kann ich einfach 10 hoch minus 1 schreiben. Und diese 10 hoch minus 1 kann ich natürlich rausziehen. Dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen einfacher aus. Und jetzt habe ich die ganzen Wahrscheinlichkeiten für x2 hier stehen. Das hatten wir uns gerade auf der letzten Folie überlegt, was da rauskommen muss. Das heißt, wir tragen jetzt einfach das ein, was auf der letzten Folie stand. Und jetzt können wir einmal die 10 hoch minus 2 wieder nach vorne ziehen, weil die überall steht. Und zweitens sehen wir, dass wir wieder das hübsche Muster hatten, was wir schon mal ganz am Anfang mit dem Pascalschen Dreieck hatten, sodass insgesamt das hier rauskommt. Und tatsächlich ist das wieder die gleiche Formel, die wir auf der Folie vorher gesehen haben. Also wir können mal festhalten, wir haben jetzt eine ganz allgemeine Formel für die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man mit n Ziehungen genau die Summe k rausbekommt, unter der Voraussetzung, darum steht es auch nochmal in Rot da, dass k kleiner als 10 ist. Diese Formel ist 10 hoch minus n mal Binomialkoeffizient n plus k minus 1 über n minus 1. Das ist schon der erste ganz wichtige Schritt. Und jetzt definieren wir uns eine Hilfsvariable, einen Indikator sozusagen. Der kann nur die Werte 1 und 0 annehmen, der heißt Rn. Und zwar nimmt er den Wert 1 an, wenn xn kleiner als 10 ist. Das heißt, wenn ich nach n-Ziehung immer noch unter 10 bin. Und er nimmt den Wert 0 an, wenn ich nach n-Ziehung über 10 bin, also mindestens 10 rausbekommen habe. Steht unten nochmal in Worten. Rn ist genau dann 0, wenn die Zahl 10 mit höchstens n Zahlen erreicht wurde. Und wir wollen jetzt den Erwartungswert von Rn ausrechnen. Das ist super einfach. Rn hat ja nur zwei Realisierungen, 1 und 0. Wir müssen das jeweils mit den Wahrscheinlichkeiten mal nehmen. Also Wahrscheinlichkeit dafür, dass 1 rauskommt, mal 1, plus Wahrscheinlichkeit dafür, dass 0 rauskommt, mal 0. Und mal 0 fällt weg und mal 1 braucht man auch nicht hinzuschreiben. Das heißt, der Erwartungswert ist einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Rn gleich 1 ist. Und das ist nach Definition, schauen Sie oben, einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass xn kleiner als 10 ist. Also, wir hatten gerade gesehen, der Erwartungswert von Rn ist einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass xn kleiner als 10 ist. Und das bedeutet natürlich, xn ist gleich 0 oder xn ist gleich 1 oder xn ist gleich 2 und so weiter oder xn ist gleich 9. Das heißt, das ist eine Summe von insgesamt 10 Wahrscheinlichkeiten. Und diese ganzen Wahrscheinlichkeiten hatten wir uns gerade zwei Folien vorher überlegt. Die können wir jetzt nochmal hinschreiben.
Und da können wir 10 hoch minus n nach vorne ziehen, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt haben wir schon wieder diese hübsche Summe aus dem Pascalschen Dreieck. Da kommt nämlich das hier raus, können Sie vielleicht mal nachrechnen. Und wenn Sie wollen, können Sie das noch ein bisschen anders hinschreiben. Dann wird nämlich klar, welche Rolle die 10 hier spielt. Die 8 ist so ein bisschen seltsam da. Tatsächlich brauchen wir die letzten beiden Terme, die wir rausbekommen haben, aber gar nicht. Das sieht zwar hübscher aus, wir werden aber mit dem Term rechnen, der hier mit dem Pfeil markiert ist, weil man dann besser sieht, was man eigentlich macht. Denn eigentlich sind wir schon fertig, fast jedenfalls. Wir definieren jetzt eine Zufallsvariable, die ich Z Stern genannt habe. Ich habe mal drunter geschrieben, Z Stern ist fast das gleiche wie das Z, was wir im stetigen Fall hatten, aber nicht ganz. Ich zähle nämlich jetzt diese ganzen Rn zusammen, zähle aber nur bis 10. Das heißt, das Z, was wir ursprünglich hatten, das hat tatsächlich die Anzahl der Versuche gezählt, die benötigt wurden. Dieses Z Stern, das wir hier haben, zählt auch die Anzahl der Versuche, hört aber bei 11 auf zu zählen. Das heißt, wenn zum Beispiel 7 rauskommt, dann heißt das, ich habe 7 Versuche gebraucht. Wenn 11 rauskommt, dann heißt das, ich habe 11 oder mehr Versuche gebraucht. Dass wir bei der 10 aufhören, ist aber nicht so ein großer Verlust, denn uns ist ja schon klar, dass Werte wie 11 oder 20 oder 42 nur eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, der Unterschied zwischen Z Stern und Z ist sehr gering. Und behalten Sie im Kopf, wir wollten später ja statt 10 sowieso größere Zahlen nehmen. 10 ist ja jetzt nur mal ein Beispiel. Das heißt, bei größeren Zahlen kommen wir dem eigentlichen Z, um das es uns am Anfang ging, immer näher. Und was wir jetzt haben wollen, ist der Erwartungswert von Z Stern. Den würden wir gerne ausrechnen. Und weil Z Stern definiert ist als Summe von Zufallsvariablen, können wir, das wissen wir, einfach die Summen der einzelnen Erwartungswerte berechnen. Dafür müssen die nicht mal unabhängig sein. Und die Erwartungswerte für Rn, die haben wir ja gerade ausgerechnet. Das heißt, wir können jetzt hier das einsetzen, was wir gerade auf der Folie vorher für Erwartungswert von Rn ausgerechnet haben. Das war der Term, auf den der orange Pfeil gezeigt hat. Und das, was hier jetzt steht, das kann man sich besser grafisch vorstellen. Da stehen nämlich 10 mal 10 Terme und das ist immer so eine Reihe wie hier und so eine Reihe wie hier. Das sind immer 10 Stück und dann nochmal so eine Reihe. Und Sie sehen, ich habe gar nicht alle auf die Folie bekommen. Hier unten steht Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe einige von den Termen auch schon etwas ausgegraut, weil wir die nämlich gleich einfach ignorieren werden. Begründung, ich habe ja eben auf der letzten Folie schon darüber gesprochen, dass je weiter wir nach hinten kommen, desto unwahrscheinlicher alles wird. Das bedeutet, die Teile, die da unten weggeschnitten sind, die grau sind und alles, was mit Punkt, Punkt, Punkt nicht mehr dasteht, macht insgesamt im Vergleich zu dem darüber nicht sehr viel aus. Das ist jetzt eine etwas schwammige Begründung. Man könnte das auch ein bisschen mathematisch genauer machen, aber vielleicht glauben Sie mir an dieser Stelle einfach, dass es okay ist, das wegzulassen. Je größer wir nachher werden, also wenn wir von 10 übergehen zu Zahlen wie 100 oder 1000, desto geringer wird der Verlust, wenn wir unterhalb dieses wichtigen Dreiecks da oben was weglassen. Also wir lassen das einfach mal weg. So. Und jetzt gucken wir uns exemplarisch eine von den Zeilen des Restes an, der hier noch steht. Zum Beispiel diese hier. Und addieren die ganzen Terme, die hier stehen. Das ist jetzt zum letzten Mal in diesem Video die Gelegenheit, kurz mal anzuhalten und selbst mal zu überlegen, ob Sie sehen, was da rauskommt. Können Sie da eine bekannte Gestalt erkennen, irgendein Muster, was Sie schon mal gesehen haben? Ich hoffe doch, das haben Sie gesehen. Das ist im Prinzip bis auf den Vorfaktor ein Zehntel der binomische Leersatz, der da steht. Das ist einfach 1 plus ein Zehntel hoch 5 und das Ganze dann geteilt durch 10. Und natürlich das gleiche, eine Zeile höher hoch 4, eine Zeile drunter hoch 6 und so weiter. Das heißt, wir können jetzt die Gesamtsumme von diesem Zahlendreieck, das hier steht, ausrechnen. Und wir wollten ja den Erwartungswert von Z Stern ausrechnen. Hier steht nochmal das, was wir vor zwei Folien da stehen hatten. Und wir haben uns eben mit Hilfe des Pascalschen Dreiecks überlegt, dass das im Wesentlichen, darum steht da ungefähr, das ist, was hier steht. Das heißt, diese Formeln, die durch den binomischen Leersatz wir bekommen haben. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen umwandeln. Das ist jetzt wirklich fast fertig schon. Für 1 plus 1 Zehntel schreibe ich mal 11 Zehntel. Und jetzt haben wir da eine geometrische Summe stehen. Dafür kennen wir natürlich schon aus dem ersten Semester eine Formel. Das ist das hier. Das können wir jetzt ein bisschen vereinfachen. Weiter noch. Im Nenner steht 1 minus 11 Zehntel. Das ist minus 1 Zehntel. Das kürzt sich gegen das 1 Zehntel vorne weg.
Dann sieht das Ganze so aus. Das 1 minus 1 fällt auch weg. Also haben wir da stehen 11 Zehntel hoch 10. Das habe ich jetzt wieder auseinandergezogen und habe dafür geschrieben 1 plus 1 Zehntel hoch 10. Also der Erwartungswert von Z Stern, um den ging es uns ja, ist 1 plus 1 Zehntel hoch 10. Und jetzt kommt endlich der Schritt, den ich schon mehrfach angekündigt habe. Wir verlassen die 10 und erinnern uns daran, dass die 10 nur ein Beispiel war. Wir hätten das Intervall auch in 100 oder in 1000 Stücke aufteilen können. Das heißt, statt 10 schreiben wir jetzt m. Der Erwartungswert von Z Stern ist 1 plus 1 durch m hoch m. Und vorhin habe ich gelogen, als ich sagte, letzte Gelegenheit, das Video nochmal anzuhalten. Hier können Sie wirklich noch ein allerletztes Mal anhalten, ist die letzte Folie, und sich überlegen, was passiert, wenn m immer größer wird. Genau, natürlich, da kommt wieder E raus. Und das ist das Ende des Videos.